Naja, also ich bin ganz ehrlich, ihr alle macht einen wirklich schlechten Tag noch viel schlechter. Soll ich einfach erstmal diesen doofen Schädel behalten? Ihr kümmert euch um das Problem später und wir gucken erstmal, was wir jetzt mit Palligan und unseren Freunden da draußen machen. Rafim, wie kann ich das eigentlich jetzt erst sehen? Was zu den Niederhöllen ist eigentlich mit dir passiert? Ja, ich bin schwach. Seine Worte. Ich dachte niemals, dass ich diese Worte von Rafim hören könnte. Ja, es ist eine traurige Wahrheit. Übrigens, Boltax, weißt du zufällig oder könntest du zufällig mir jemanden empfehlen, der mir einen großen Stein besorgen kann? Ja. Ja, tausendmal ja, das kann ich. Fragst du ihn. Oh, ich bin ja so aufgeregt, Rafim. Lass uns gleich zum Steinmetz gehen. Ich kenne da beim Tempel ein paar Zwerge, von denen habe ich mir unlängst ein bisschen Gold besorgt. Die können dir einen wunderbaren Stein aller Güten und Herkunftsländer besorgen. Oh. Naja, Botox, ich kann kaum richtig laufen. Und so wie ihr das gesagt habt, wartet ein Hinterhalt in der Stadt auf uns. Ist vielleicht besser, wenn jemand den Stein zu mir bringt. Mhm. Alles gut, das kann ich nachvollziehen. Also, welche Spezifikation soll er haben? Okay, wie viel Ahnung hat Rafim von Steinen? Einen Moment. Gesteinskunde. Oder Steinmetz. Habe ich natürlich beides nicht. Steinmetz, Spezialisierung, Deichbauer. Feuersteinbearbeitung. Hab ich oh ja. Stein. Hab ich auch. Steinmetz, Spezialisierung, Hinkelstein. Hier, Edelsteinschleifer. Hab ich ja auch. Ich freue mich, das ist ein Scheiß-Talent hier aus der allerletzten Ecke. Du was bestimmt, sagst du immer? Du weißt nicht, wohin mit deinen Armen. Warte, du kannst und bestimmt von Töpfer ableiten. Kristallzucht. Oh, Kristallzucht. Naja, also Boltax, ich dachte an einen Stein. In etwa so groß. Ja, auf ihm zeigt ungefähr auf 1 Meter, 1,5 Meter Größe. So groß, nicht so ein großer Durchmesser, so groß, so dick wie so ein mittelgroßer Baum in etwa. Mhm. Aus irgendwas, was nicht so schwer ist, aber sehr hart, dass es nicht durch das Schiff fällt. Ja, welche Porosität, welchen Grad der Härte genau? Also ich habe vor, dagegen zu schlagen. Irgendwas, was nicht schnell kaputt geht, wäre gut. Mhm. Ich glaube, da finde ich das Richtige für dich. Wunderbar. Wenn ihr mich dann jetzt entschuldigen wollt, nicht, dass eure Gespräche nicht spannend sind, aber gefühlt habe ich immer noch eine Kugel in der Brust und ich lege mich jetzt schlafen. Ihr habt immer noch eine Kugel in der Brust. Was? Warte, stopp, wir haben das Ding nie rausgeholt, oder? Nö. Nein, also ich entschieden, das drin zu lassen. Nun, dann kann es ihm ja nicht besser gehen. Ja, vielleicht sollten mit dem Ohreisen ist. Ich habe gehört, er hat eine gewisse Anziehungskraft auf Metalle. Nein, wartet. Wenn ich mich recht erinnere, kann es tatsächlich manchmal besser sein, die Kugel einfach drin zu lassen. Aber das könnte Unmetall sein. Der Film wurde nicht auf, sagen wir, ganzheitliche Weise wieder zurück zu den Lebenden geholt. Das heißt, die Kugel ist dann exakt so drin, wie sie drin gewesen ist. Sie rauszuholen, könnte einfach nur exakt dieselbe Wunde noch einmal öffnen und dann im Sinne der sympathetischen Symptomatik ihn auf exakt dieselbe Weise wieder umbringen. Wir sollten herausfinden, aus welchem Metall sie ist, ob sie wirklich aus Unmetall ist oder ob ein magisches Metall oder ein normales Metall wartet, ist. Wartet, hier, wir haben eine Probe. Er kramt irgendwo rum und hört dann, wirft dann ein kleines Körnchen heißen Metalls auf den Tisch. Das hast du aus der Frau, ne? Die wurde ja erschossen, die vier Leute. Genau, die hat sich großzügig, wie er war, für mich herausoperiert. Also ich meine schon mal. Bronze. Genau, sollte eigentlich allen bekannt sein. Die scheint mein Unmetall zu sein. Ihr solltet auf keinen Fall diese Kugel länger als nötig in eurem Körper behalten. Dann viele Leute haben in Kontakt mit Unmetall und den meisten schadet es nicht. Naja, also wenn ihr die jetzt rausschneiden wollt, dann macht das bitte jetzt, weil ich will mich hinlegen. Kapitän, das könnte den Mann umbringen. Ich muss stark davon abraten. Ich habe eine Idee. Ich beschwöre einen Elementar, der das Ding rauswachsen lässt. Ihr solltet keinen Elementar auf unmetallische Ausformungen ansetzen. Das könnte schief gehen. Nun, ein Humus-Elementar möchte nicht, dass Unmetall in einem
Lebewesen vorhanden ist. Nun, selbstverständlich, aber seid ihr euch sicher, dass ihr eine hinreichende Kontrolle darüber habt, auf welche Art es hinauskommt? Nun, er lässt es so hinauswachsen. Humus-Elementare haben ein Interesse daran, Leben zu erhalten. Natürlich wird er es nicht einfach so herauspflücken, sondern vorsichtig und behutsam herauswachsen lassen. Aber das versuche ich euch doch zu sagen. Auch vorsichtig und behutsam. Aufgrund der Lage der Kugel könnte bereits dafür sorgen, dass es Rafim umbringt. Denn die Wunde wurde nicht... Der Punkt ist... Es ist ein Wachstumsprozess. Pass auf, wir könnten sicherlich mit ein wenig Forschung und viel Mühe einen Punkt errechnen, von dem aus, aber mir hilft mir, von dem Punkt aus, wie die Kugel heraus transversalisieren können. Eine interessante Idee, ein modifizierter Transversalis, ja, das könnte funktionieren. Wir müssen ihn halt stillhalten und vermutlich über einem Objektsiegel am Zielort die Kugel leiten, aber das sollte funktionieren. Und Forschung scheint mir etwas zu sein, was Jahre dauert. Ich hoffe nicht, aber wir müssten gleichzeitig einen Heilzauber wirken, um die Wunde, die zurückbleibt, zu verschließen. Ja, das sollte sich organisieren lassen. Das würde alles genau gleichzeitig passieren mit einem Humus-Elementar. Ja, wir wissen nicht, wie der Humus-Elementar auf Unmetalle reagiert. Es könnte eine Komplizierung. Also, Rafim, ich glaube, es ist das Beste, du legst dich erst einmal hin und... die Herren diskutieren das vielleicht auch mit unseren Terboniterinnen und sobald sie... eine Lösung gefunden haben, werden sie dir präsentieren und du kannst dich dann entscheiden. Ja, das klingt sehr vernünftig. Leg mir jetzt hin. Sucht euch bis morgen eine Lösung, sonst lasse ich das einfach von den Terbonitern rausschneiden. So kann sich Rafim durch die Kajüte schleppen und auf sein Bett fallen lassen. Währenddessen habt ihr immer noch etwas anderes in Perikum zu tun. Die Admiralen, die Großadmiralen irgendwie wieder einsetzen oder aber ihre anderen Leute instruieren, den Vizeadmiral oder den Konteradmiral. Und ihr habt noch immer die Mörder und ja, generell die Söldner der Marix auf dem Hals. Darum kümmern wir uns natürlich zuerst. Dann würde ich jetzt, glaube ich, erstmal Ronga mit der Nachricht zu Rondrigan Paligan schicken. Okay. Und dann mal schauen, ob wir eine Reaktion kriegen. Also wir geben ihm dann schon noch eine Weile Zeit. Mhm. Gut, dann mach dir das als erstes. Du hast einen Brief geschrieben. Möchtest du die mysteriöse Nachricht einmal vorlesen? Ja, also sie ist sehr kurz, auch nicht gesiegelt oder so. Aber Zulamin ist sich sicher, dass Rondrigan Paligan das aus dem Kontext verstehen wird, wenn auch vielleicht nicht so viele andere Leute. Euer Erlaucht, ich bedauere zutiefst, wie unser letztes Treffen verlaufen ist, doch aufgrund eures Gastes konnten wir leider nicht offen sprechen. Wir sind nur allzu gerne bereit, mit euch zu teilen, was wir zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht haben, sollte es euch möglich sein, uns inkognito aufzusuchen. Ich befürchte, dass es zum Eklat kommen könnte, wenn wir stattdessen zu euch kämen, denn wir werden bedroht. Gerne mehr davon persönlich. Zed. Oronga überbringt die Nachricht. Immerhin ist er ein neues Gesicht und an eurer Seite noch nicht gesehen. Und ja, so könnt ihr euch noch weiter zurückziehen, könnt alchemistische Dinge vorbereiten und natürlich auch ausschlafen. Rafim selbst wird höchstwahrscheinlich nicht mitkommen, dafür ist er noch zu verletzt. Aber ihr könnt schon einmal mit den Trollzackern sprechen, ob der ein oder andere dann euch begleiten möchte, wenn es dann darum geht, Köpfe einzuschlagen. Wir haben doch nur noch einen, oder? Zwei Stück habt ihr noch. Ah, okay. Oder nee, vier Stück habt ihr. Ja, ihr habt vier Stück Perlen mehr. Unten. Wir haben noch den Schaman, den König und zwei. Einfach so Trollzacker. Ashirut, Duncha, Trak von Kekrach, den Stierkopf-Schaman. In deiner Kajüte ist natürlich auch einer, aber das ist ja. Gonach, der ist ja nur für dich. Genau. Aber auf der anderen Karte, da habe ich ihn schon. In meiner Aufführung sind es sechs. Vier generische, Trak von Kekrach und den Schaman, dessen Namen ich da vergessen. Nee, vier sind es insgesamt. Ja, dann. Plopp. Und ich muss gerade mal schauen, den habe ich hier oben schon reingetan. Cordovan Rohan.
Achso, das kann sein. Ihr habt zwei Stück in den Bergen verloren gegen die Ferkiner von dem Jona. Oh. Das kann sein. Ja, und dann haben wir die nie abgezogen. Das klingt richtig. Das kann tatsächlich sein. Aber Cordovan Rohan würde euch dann begleiten, wenn es heißt. Trag von Kekrach hat sich selbstverständlich auch angeboten, aber ja, der wird dann irgendwie Disput mit Rafim halten und Cordovan wird euch begleiten. Aber nach zwei Stunden, während ihr euch vorbereitet und ja, dann zusammensitzt, Abelmir muss noch die restlichen Scherben von seinem Wein zusammenfegen, die da wohl immer noch liegen geblieben sind. Du dann Schiffsjunge machen oder was nicht? Ja. Du, aus irgendeinem Grund bist du bei Zulamin in der Kajüte, guckst dann zu, wie die Schiffsjungen das wegräumen. Da klopft es an der Tür und ein Dukatengardist tritt ein. Meldung? Ohne Meldung. Er greift an seinen Hals, zieht sich die Haut ab und ihr könnt erkennen, wie unter dem eigentlichen Gesicht eine silberne Maske steckt und dahinter Palidan. Er hat die Verkleidung selbstverständlich von einem Dukatengardisten angenommen, aber ja, sein feines, graziles Gesicht mit den adligen Zügen der Palligans war unter der silbernen Maske ja, voll illusorisch verborgen. Und so steht jetzt er nun in eurer Kajüte. Ja, Zulamin zuckt erstmal zurück, aber fängt sich dann. Ich bin beeindruckt. Wo habt ihr dieses nette Spielzeug her? Ich habe Verbündete in der Fexkirche. Ihr wolltet mit mir reden. Ihr werdet bedroht. Ja, ich möchte mich entschuldigen. Es ist wirklich sehr unglücklich gelaufen. Aber nun ja, jetzt können wir ja glücklicherweise reden. Es ist tatsächlich sehr unglücklich gelaufen und ich bin immer noch nicht ganz verraucht, möchte ich meinen. Man kann nicht einfach mit einer Rotze auf die Gebäude von Händlern schießen, die einem gerade nicht passen. Wir sind hier nicht in der Wildermark. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Nun, euch wird aufgefallen sein, dass mein erster Offizier nicht hier ist. Nun, der Paktierer hat nicht nur die Familie Marix angegriffen, sondern nun ja, auch Rafim ibn Kanava. Und er ist nur sehr knapp mit dem Leben davon gekommen. Dann meine besten Genesungswünsche. Falls er etwas braucht, kann er sie selbstverständlich bekommen. Nun, Herr Skorgeweihter, er weist natürlich alle Hilfsangebote zurück. Aber habt Dank. Nun, der Teil stimmt, dass wir genauso wenig, dass wir euch nicht sagen konnten, wo sich der Paktierer mittlerweile aufhält. Allerdings haben wir inzwischen einige Nachforschungen angestellt. Und es scheint wohl so, dass er das gestohlene Schiff nach Norden lenkt. Ja, das habe ich selbstverständlich auch mitbekommen. Zumindest, dass ein Schiff gestohlen wurde, direkt unter der Perlenmeerflotte hinweg. Dabei haben sie so sehr wenige. Meine Güte. Ja, in der Tat. Aber unsere größte Sorge war natürlich zunächst, dass er sich damit direkt dem Gefolge der Plagenbringer auf ihrem Zug nach Süden anschließen würde. Das zumindest scheint nicht der Fall zu sein. Wir sind uns allerdings auch nicht vollkommen sicher, was er stattdessen plant. Tja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob eine 180-Grad-Kehrtwende so sehr Sinn ergeben würde. Immerhin hat er viele Monate oder ja, Jahre auch mit Rafim zusammen gedient. Wenn er jetzt von dem einen auf den anderen Moment den Verräter spielt, und ich glaube nicht, dass das so sehr passen würde. Aber es gibt ja noch andere. Nun, er hat versucht, Rafim zu ermorden. Und damit beinahe Erfolg gehabt. Also, ich weiß nicht mehr, was ich von ihm glauben soll. Werde dir nicht unbedingt beinahe sagen. Er wirft dir einen bösen Blick zu. Nun, aber wir sollten schon uns darüber im Klaren sein, dass Darion seine Agenten überall hat. Wir wären sehr dumm anzunehmen, wenn dem nicht so wäre. Immerhin wusste er sogar von einem geheimen Transport von der Feste Auralet in Richtung Gareth. Ja, also je nachdem, mit wem er spricht und schon gesprochen hat, ist das eine potenzielle Katastrophe. Allerdings eine, gegen die wir wohl aktuell nicht viel ausrichten können.
Aber ihr fragtet nach der Bedrohung. Nun, aufgebracht wie ihr wart, wolltet ihr uns entwaffnet haben vor dem nächsten Treffen. Und wir haben uns darauf eingelassen. Und nun, wir wurden nicht zurückeskortiert und sind nur sehr knapp mit heiler Haut davon gekommen. Denn das Gefolge der Familie Marix will uns offenbar, nun ja, ans Leder, wie man so schön sagt. Wir haben deswegen derzeit nicht das Gefühl, uns frei in der Stadt bewegen zu können. Immerhin, nun ja, möchte ich mich nicht mit einer halben Armee hier bewegen. Das wäre wohl kaum hilfreich, wenn ich Nachforschungen anstellen möchte. Ich hatte euch damals untersagt, dass ihr ein Blutbad in den Gassen und Straßen anrichten sollt. Dasselbe gilt selbstverständlich für die Söldner der Marix. Sie haben eine ganze Menge. 2x50 Leute. Damit kann man eine ganze Menge ausrichten. Nun, der Kopf hinter der Sache scheint mir der Leibwächter zu sein. Ich bin nicht sicher, ob ihr seinen Namen kennt? Ich glaube, er ist Korasmold. Er war das ein oder andere Mal dabei, wenn ich mit Ola Marik selbst gesprochen habe. Nun, wie gesagt, er scheint in die Sache verwickelt zu sein. Wir haben einige weitere Nachforschungen angestellt, weil uns gewisse Ungereimtheiten aufgefallen sind. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Paktierer keine Gelegenheit hatte, Hüvela Marix Fuchsecker zu töten, auch wenn er natürlich ein starkes Motiv hatte. Nun, die Frage ist, wer hat sie dann getötet, beziehungsweise ist sie überhaupt tot? Also ihr sagt, dass Diamantis auf Rafim geschossen hat? Und auch auf Ola Marix. Aber auf Hüvela, wo er einen wirklichen Grund hatte, hat er nicht geschossen. Nein. Wenn ihr sie untersucht, werdet ihr feststellen, dass sie von einem Linkshänder umgebracht wurde. Und ihr wollt mir jetzt sagen, dass Diamantis kein Linkshänder ist? Nein, er ist Rechtshänder. Ebenso, was vielleicht ausschlagkräftiger sein dürfte, ist, dass sie von einem Gift umgebracht wurde, von dem wir keinerlei Besitz oder Erkenntnis hatten. Das allerdings ein beliebter maraskanischer Mix ist. Ihr habt doch genug Maraskaner bei euch an, Doc. Matrosen. Keine Kämpfer. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass die potenten Mittel nicht von irgendwelchen Leuten zusammengemischt werden könnten. Maraskaner hin oder her. Und ich versichere euch, ich habe kein solches für ihn angefertigt oder ihm ausgehändigt. Auch wenn das in euren Möglichkeiten stünde, würde ich mal vermuten. Aber ihr wollt das jetzt Korasmold unterschieben, ja? Wir wollen es ihm nicht unterschieben. Wir möchten gerne Beweise, denn natürlich ist uns genauso klar wie euch, dass das alles nur Indizien sind. Wir stellen nur Fragen. Es sieht für uns zum jetzigen Zeitpunkt so aus, als wäre er die gesuchte Person. Aber, nun ja, man müsste ihn befragen. Also ihr sagt jetzt, Hüvela ist vielleicht gar nicht tot, aber wir sollen trotzdem die Leiche untersuchen, die dort unten liegt, weil sie dann doch von Korasmold getötet wurde. Wir haben immerhin eine Leiche. Und das sieht Hüvela zumindest recht ähnlich. Nun, jemand wurde getötet, das ist wahr. Das heißt, sie müsste irgendwo noch zu finden sein. Genau. Also gut. Ich werde mir tatsächlich jetzt einmal den Leichnam im Boron-Tempel ansehen. Was plant ihr in der Zwischenzeit? Nun, wir haben in Erwägung gezogen, einen Köder auszuwerfen. Wie gesagt, ich rechne damit, angegriffen zu werden, wenn ich mich mit nur wenigen Leuten von Bord begebe. Auch das ist kein richtiger Beweis, aber nun, es lässt sie auf jeden Fall nicht gerade unschuldiger erscheinen. Wie wär's, wenn wir beides kombinieren? Wir begleiten euch zum Boron-Tempel und ihr reist inkognito in unserem Gefolge, und wenn sie uns angreifen, habt ihr zumindest einen härtenden Verdacht gegen das Haus Marix. Und vielleicht klingt es uns sogar, diesen Attentäter festzusetzen und ihr könnt ihn dann selber befragen, wenn ihr möchtet. Gib mir mal eine Überredenprobe. Okay. Das könnt ihr aber alle machen. Ich will 30 Sternchen. Puh, 30 Sternchen.
Oh, aber mir gibt schon mal 10. Ich bin ja nicht da, oder? Lügen zählt wohl leider nicht. Wenn du nicht möchtest. Du bist mitgegangen. Ich bin ja nirgendwo hingegangen. Ich glaube, wenn Zudamina jetzt einfach 12 Sterne rauswürfelt, reicht das schon. Nicht Mirakeln, oder? Na, notfalls schippe ich die 20. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch die 20 shippen. Ja, stimmt, ich habe noch einen Chip heute. Ja, das ist sehr warum würfeln wir überhaupt? Er nickt, greift sich wieder an die silberne Maske, die sich vor seinem Gesicht wieder in das Abbild der Dukatengardiste verwandelt. Und die Uniform dazu hat er ja sowieso schon an. Also gut, gehen wir zum Boron-Tempel. Gut, dann werden wir einige Leute vorausschicken und entlang der Strecke postieren. Denn schließlich wollen wir weder, dass wir noch, dass ihr aus Versehen zu Schaden kommt. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg. Hättet ihr derweil noch gerne einen Tee? Trinken wir einen Tee. Eine Stunde später könnt ihr aufbrechen. Ihr habt 4 Dukatengardisten vorgeschickt, und zwar den abgebissenen Dragern, Lirobal, Himilko und Fernandez, die in einer nahen Taverne warten. Und dann könnt ihr selbst aufbrechen mit Abemir, Zulamin, Boltax, Gordovan Rohan, Rondrigan Paligan und Serpentinio de Lazar. Müssen wir dieses Gegengift vorher einnehmen? Ja, Serpentinio kommt dann an und hat kleine Glasfläschchen auf der Reihe aufgereiht für euch. Nun, ist noch die Sache des Raphaelaktikums. Ihr müsst dies hier trinken. Es riecht sehr widerlich und schmeckt nach viel schrecklicher. Ich fürchte, daran lässt sich auf die Schnelle nichts machen. Wie lange wird es halten? Und habt ihr auch genügend für den Reichsgroßgeheimrat? Nein. Wie lange hält dieses Prophylaktikum? Nun, vermutlich, hoffentlich, solltet ihr innerhalb der nächsten 3 Stunden keine Probleme haben. Ein halber Tag erscheint mir fraglich, aber irgendwo dazwischen sollte die Wirkung anhalten. Ich denke, das wird reichen. Ja. Solltet ihr Symptome entwickeln, sprecht sofort mit mir, dann müssen wir euch eine Dosis des Giftes verabreichen. Da ist kein Würselkraut drin, oder? Nein. Ich versichere euch, absolut nichts, was in einem Halbtrank Anwendung finden könnte, ist hier drin. Ja, man fragt lieber mal nach. Es schmeckt wirklich scheußlich. Mhm. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist es ganz lecker. Es schmeckt so, wie euer Stollengeruch riecht. Ja, nicht wahr? Schlimmer noch, es schmeckt so, wie der Stollengeruch schmeckt. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie spritzig. Mhm. Wir haben keine Qualität ausgewürfelt. Ich nehme mal an, dass ich standardmäßig D vorbereitet habe, weil ich musste das dann wirklich auch runter verdünnen, um das nicht irgendwie 6-mal machen zu müssen. Ja, recht. Nun, Abelmir, wenn ihr mir einen Geschoss aushändigen möchtet. Ich würde mal an dem Bolzen, an meinen Taschengurt, an den Oberschenkelgurt greifen und einen Bolzen rausziehen. Denke, dieser müsste reichen. Hervorragend. Einen Moment. Der Bandino macht ein kleines Metalltiegelchen auf und mit einer Pinzette holt er da einen mittlerweile blutroten Schwamm heraus. Erinnert sich so ein bisschen an einen Reiherschwamm, den wir gefangen hatten, aber das ist natürlich irgendwie 3-mal verarbeitet worden seitdem. Und entsprechend pfeift er auch ein wenig aus dem letzten Loch und betupft damit den Bolzen von allen Seiten. Das sollte es gewesen sein, hoffe ich. Gut. Ich fürchte nicht, dass wir keine Effektivitätsprüfung vorher durchführen können. Nun gut, ich würde mal die Armbrustspalt, die Balustrida spannen, den Bolzen einlegen und wieder in das Beinholster reinschieben.